So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Am 1. April, und es ist leider kein Scherz und auch wirklich überhaupt nicht lustig, ist Survival Rüdiger Nehberg, Träger von 2 Bundesverdienstkreuzen unter anderem und der Vater der deutschen Survival-Szene, kann man auch nicht anders sagen, leider von uns gegangen. Und das führt dazu, dass ich zu diesem Thema ein paar Takte verlieren möchte, denn ich bin wirklich, ja, selber auch durchaus ein wenig betroffen, da ich seine Bücher immer als Rieseninspirationsquelle verschlungen habe. Und vor allen Dingen auch dann, wenn man mal gerade in einer Phase des Lebens gewesen ist, wo man gar nicht so sehr wusste, was man jetzt eigentlich mit sich anstellen soll, wenn man mal mit der Ausbildung, welcher Form auch immer, an irgendeinem Punkt gewesen ist, wo man sich nicht ganz so sicher war, ob das eigentlich alles so richtig ist, was man so macht und was wäre, wenn das schief geht und was wäre, wenn die Pläne, die man sich so macht, so nicht funktionieren, wenn das irgendwie scheitert. Und dann kommt man vielleicht ans Zweifeln, ja? Und dann hat man möglicherweise Schwierigkeiten, dann fühlt man sich nicht gut. Und dann gab es für mich, und deswegen bin ich dem Herrn Nehberg, dem Rüdiger, auch wahnsinnig dankbar, unglaublich dankbar für eben seine Bücher, weil wenn man in einer solchen Situation sich ein Nehberg-Buch schnappt, und man liest und man erfährt, was man alles überleben kann und was einem im Leben alles passieren kann, was man aber trotzdem überleben kann, wenn man doch nur weiß, wie, dann stellt man nämlich ganz schnell fest, und das ist auch was, was ich dann im Laufe meiner 20 Jahre Outdoor-Erfahrung auch immer weiter verfestigt hat, und das habe ich damals schon das Gefühl gehabt, weil er es ja auch, zumindest habe ich das so bei ihm gelesen, ich habe das so interpretiert. Ich weiß nicht, ob das jeder so interpretiert, aber das ist ja auch gar nicht unbedingt zwingend notwendig. Ich bin mir sicher, dass zumindest jeder irgendwas für sich aus Nehbergs Werken unbedingt mitnehmen kann, wenn er nicht völlig Tomaten auf den Augen und auf den Ohren und überall sonst und generell ein bisschen bekloppt ist, aber was heißt ein bisschen bekloppt, ist was Gutes, aber völlig bekloppt. Das ist dann nicht, irgendwann ist es zu viel. Aber nichtsdestotrotz habe ich da immer eine wunderbare Weisheit mit rausgenommen, als der Nehberg nur Survival gemacht hat, in Anführungszeichen. Als er noch gar nicht angefangen hat, die Welt zu verbessern, was er dann später auch massiv und wirklich erfolgreich auch getan hat. Davor habe ich vor allen Dingen mitgenommen, dass wenn du tatsächlich in der Lage bist, ohne alles, mit Survival-Techniken, mit so ein bisschen Wissen, mit dem Aneignen einiger elementarer Fähigkeiten, hier, ne, im Wald zum Beispiel, oder im Dschungel, oder in der Arktis, oder wo auch immer du jeweils persönlich hin möchtest, wenn du in der Lage bist, da klarzukommen, ja, mit Wissen, mit Techniken, mit Erfahrung, dann kann die doch im Grunde der Rest vom Leben gar nichts mehr anhaben. Ja? Wenn alle Stricke reißen und du wirst Obdachloser, dann bist du ein hochqualifizierter Super-Survival-Experten-Obdachloser und hast dann überhaupt keine Schwierigkeiten, draußen in der Wildnis zurechtzukommen und bist gar nicht darauf angewiesen, dass andere Leute dir noch irgendwie weiterhelfen oder sonst wie. Und das war zumindest das, was ich da so ein bisschen mitgenommen habe. Ne? Und der Nehberg war da ein so tolles Beispiel und gleichzeitig jemand, der so eine Fröhlichkeit verbreitet hat in seinen Büchern. So eine gute Laune, so einen Optimismus und einem wahnsinnig aufzeigen konnte, dass man mit insbesondere schwarzem Humor auch bei wirklich völlig aussichtslosen und wirklich beschissenen Situationen ganz hervorragend trotzdem irgendwie weiterkommt. Und Humor, gerade eben in blöden Situationen, was ganz, 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 ganz Wichtiges ist. Und das sind so die Dinge, die habe ich ganz früh, glaube ich, schon bei den Nehbergs Büchern kapiert. Und wann immer eben ich mal wieder gezweifelt habe, scheiße, was ist jetzt, wenn das nicht funktioniert? Dann nimmt man ein Nehberg-Buch, dann liest man nach, so nach dem Motto, Nehberg, das und das und folgendes Problem, was soll ich tun? Und dann guckt man ins Buch und dann weiß man es, gefühlt. Natürlich steht da nicht konkret drin, wie man jetzt die Matheprüfung überlebt.
Das steht da nicht konkret drin. Aber es steht drin, dass man im Grunde, wenn man die Matheprüfung nicht überleben sollte, beziehungsweise die nicht besteht, immer noch problemlos in den Dschungel abhauen kann. Wenn man sich dann da irgendwie verletzt, ist das auch nicht schlimm, weil das gibt Eiter. Und Eiter zieht Fliegen an. Und die legen Eier in den Eiter. Und dann hat man Maden. Und die kann man essen. Und alle Probleme sind gelöst, solange man nur genügend eiternde Schnittwunden hat, wenn man im Dschungel überleben möchte. Und das ist natürlich widerlich, aber auch irgendwie beruhigend. Und der Nehberg-Humor hat mich einfach wahnsinnig angesprochen und war einfach nur inspirierend. Und dann war ich, ja, zuerst war ich ja auf dem Vortrag. Da war ich, glaube ich, 12 oder sowas. War ein Nehberg-Vortrag bei uns in unserer kleinen Stadthalle, 2 Dörfer weiter gefühlt. Und es war rappelvoll. Und dann turnt da dieser lustige, zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz junge Mann auf der Bühne rum und erklärt einem, wie man Feuer macht und wie man Feuer spuckt und was man für Zaubertricks können muss, um Indianer zu beeindrucken und was man macht, wenn einem das Kamel in der Salzwüste im Salz hängen bleibt, im Salzschlamm und wie man, keine Ahnung, was weiß ich was, dass man halt nie allein ist, wenn man Würmer hat, das ist das Gute dabei und all solche Sachen und wie man damit umgeht, wenn man bei den Kampfschwimmern zum Training geht, weil man Angst vor Wasser hat, aber auch mit dem Tretboot den Atlantik überqueren möchte, um eben auch wieder politisch darauf aufmerksam zu machen, dass auf der anderen Seite vom Atlantik nicht unbedingt alles im Reinen ist. Und all solche Sachen und das alles mit einer Energie und mit einer Inspiration vorgetragen, dass man einfach gar nicht anders konnte, als ja, begeistert zu sein. Und vielleicht ist das auch wieder was, was heutzutage so massiv fehlt. Leute, die Begeisterung übertragen können, die einfach Leidenschaft für eine Sache wecken können, die leidenschaftliche Redner sind und einem das Gefühl geben, dass es absolut wichtig ist, dass man eben Begeisterung für eine Sache aufbringt. Und wenn man in den jüngeren Büchern von Nehberg nachliest, das letzte Buch, das er geschrieben hat, das erscheint, glaube ich, jetzt ganz, 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 ganz bald. Wenn es nicht schon erschienen ist jetzt am Freitag, weiß ich nicht. Aber ich habe es vorbestellt und ich hoffe, dass ich es dann auch bald kriege. Und das enthält wohl 1001 Geschichte. Nehberg hat bestimmt 5000 davon auf Lager oder hat jetzt mal 1001 davon geschrieben, wie man eben mit dem Thema Angst umgeht und mit Begeisterung und eben auch dem Kampf gegen die Angst und den Kampf gegen Ungerechtigkeiten und gegen die Gleichgültigkeit auch. So nach dem Motto, ich kleiner Wurstikus, ich kann doch sowieso nichts verändern. All sowas hat er meiner Meinung nach unglaublich gut rübergebracht in Vorträgen und vor allen Dingen, wie gesagt, auch eben in den Büchern für mich persönlich eine stete Inspirationsquelle. Und man hat ihm das alles einfach wahnsinnig gut abkaufen können. Und in diesem Zusammenhang ist es auch nicht egal, dass er die erste Hälfte seines Abenteurerlebens vor allen Dingen mit, in Anführungszeichen, sinnlosen Abenteuern verbracht hat, weil sonst hätte er nicht das gelernt, was er dann bei der zweiten Hälfte seines Aktivisten- und Abenteurerlebens gebraucht hat, um das notwendige Durchhaltevermögen auch für seinen Einsatz für Menschenrechte zu bekommen. So vermute ich das zumindest. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass mich der Mann wirklich nachhaltig beeindruckt hat und ich bis heute Nehberg-Bücher quasi im gleichen Regal wie Charles Darwin-Bücher und Alexander von Humboldt-Bücher aufbewahre für Leute, die einfach wahnsinnig inspirierende Persönlichkeiten für mich gewesen sind. Jetzt sind Humboldt und Darwin schon eine ganze Weile tot, ja, und die habe ich nie live erlebt. Aber den Nehberg eben schon. Deswegen ist es für mich jetzt wahnsinnig bedeutend, und auch wirklich traurig, dass der jetzt weg ist. Weil das war jetzt so eigentlich der eine von den drei, der noch da war. Dem man immer überlegt hat, ob man nicht mal doch auch einen Fanbrief hinschreibt. Zumal er in seiner Autobiografie auch so wunderbar schildert, wie er mit Fanpost umgeht. Je nachdem, was der Inhalt ist. Es gibt Fanpost, es gibt, ich glaube, normale Briefe und dann hat er noch eine Extrakiste. Das kriege ich auch nicht mehr ganz zusammen. Das Buch ist schon ausführlich und Nehberg hat so viel erzählt, dass man sich auch
schwer alles merken kann. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache die Botschaft als solche ist deutlich und das ist sie immer gewesen. Aber er hatte auf jeden Fall auch noch eine Kiste, da glaube ich steht besondere Liebesbriefe drauf. Und da kam dann eben entsprechend Korrespondenz von jemandem, der ganz furchtbar findet, was er so tut, rein. Und dass er ein elender Würmerfresser ist und solcherlei schlimme Dinge. Und Nebergs Humor war auch so wahnsinnig inspirierend. Allein als er noch Bäcker und Konditormeister war und in Hamburg drei wunderbar gehende Bäcker- und Konditoreifilialen hatte, mit 50 Mitarbeitern zu Bestzeiten, hatte er auf den Wagen seiner Bäckerei, also auf den Pickup in Anführungszeichen, oder keine Ahnung, wie man diese Dinger nennt, so einen Kastenwagen halt, was so ein Bäcker halt eben ein großes Fahrzeug braucht, um Mehl und sonst was zu transportieren, da stand drauf, Konditorei Neberg, es gibt schlechtere. Und allein sowas finde ich so genial und das ist ein Humor, der mir so entspricht. Und ja, das ist einfach unglaublich aufmunternd, wann immer man schlechte Laune hat, eben in so ein Neberg-Buch reinzugucken und einfach zu schauen, was der Mann für ein Leben gelebt hat und was man aus einem Leben alles machen kann, wenn man dann die nötige Energie und den nötigen Willen dazu aufbringt, das zu tun. Und er hat wirklich so oft betont und auch im letzten Buch, das ich von ihm jetzt noch gekauft habe bisher, das neue ist halt wie gesagt noch nicht da, ist das Schlusswort im Wesentlichen, dass keiner sich zu klein fühlen soll, um zu versuchen, im Kleinen auch die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich finde, das ist eine so elementare Botschaft. Und das kann natürlich jeder jetzt sich auf die Straße stellen und das erzählen. Ja? Aber wenn jetzt irgendjemand da hinten im Wald vorbeiläuft und brüllt das zu mir rüber, dann habe ich keinerlei Veranlassung, das dem zu glauben. Wenn dieser jemand jetzt aber eine derartig besondere, polarisierende, starke Persönlichkeit wie ein Rüdiger Neberg ist, der so viel erlebt hat, der so wahnsinnige Abenteuer, wahnsinnig im wahrsten Sinne des Wortes, erlebt hat und so viel gesehen hat, dass es für drei Leben reichen würde. Das war auch so sein Eindruck, als er jetzt alt geworden ist. Und das reicht für fünf, meiner Meinung nach. Wenn ich mir angucke, was ich, der ich eigentlich ganz zufrieden bin, aber was ich bisher so erlebt habe. In der gleichen Zeit muss der Neberg gefühlt ja, das Fünffache oder was an Outdoor zumindest Abenteuern, an generell Abenteuern erlebt haben. Ich habe vielleicht ein paar mehr Bücher gelesen, aber da bin ich mir auch noch nicht mal unbedingt sicher. Neberg war ja auch eine Leseratte vor dem Herrn quasi, was der sich alles an Wissen angeeignet hat. Und auch das finde ich unglaublich beeindruckend und ist einfach was mich so inspiriert. Der Mann war Bäcker und Konditormeister. Das ist toll. Ja, das ist ein großartiger Beruf. Da will ich auch überhaupt nicht dran rumnörgeln. Aber was der sich alles an Wissen angeeignet hat, obwohl er eigentlich einen Beruf hatte, der mit Informationen sammeln und speichern jetzt nicht so viel zu tun hat, vorsichtig ausgedrückt, ja. Nicht, dass ich nicht gerne Brötchen mag. Ich mag auch Brötchen, aber man versteht hoffentlich, wie ich das meine. Und trotzdem hat er das alles so hinbekommen und hat dann ja auch irgendwann seinen Bäckerberuf an den Nagel gehängt und wurde Berufsabenteurer im Grunde, um kurze Zeit später Abenteuer nur deswegen zu machen, damit er die Aufmerksamkeit bekommt, eben für seine Menschenrechtsaktionen. Und da kann man also, und das tut er selber auch in seiner Biografie unter anderem, sein Leben quasi in zwei Phasen unterteilen. In einmal die sinnlose Abenteuerlust, das muss nicht unbedingt schlecht sein deswegen, aber es war sinnlos, in Anführungszeichen. Diente bloß der Selbstverwirklichung und dem eigenen Thrill, wenn man so will. Ja? Und danach dann die Phase, als er auf seinen Abenteuern eben schlimme Dinge gesehen hatte, als er versucht hat, eben an diesen schlimmen Dingen was zu ändern, mit seinen Abenteuern Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu überzeugen, dass sich eben an diesen Dingen auch was ändern soll. Und seine beiden großen Projekte, das eine hat er ziemlich gut abgeschlossen,
das ging auch dann irgendwann nicht mehr besser und es hätte auch keinen Sinn gemacht, dann noch mehr Energie reinzustecken, meiner Meinung nach, und so wird das wohl auch gesehen haben. Und das andere hat er massive Fortschritte erlangt und hat dieses Thema überhaupt erst publik gemacht. Da hat vor Nehberg kein Mensch drüber gesprochen und es wurde einfach so tabuisiert, dass man bei uns zu Lande zum Beispiel überhaupt keine Ahnung davon gehabt hat. So. Und diese beiden Themen sind zum einen das Schicksal der Yanomami-Indianer, die sind inzwischen eins der bekanntesten noch recht natürlich lebenden Ureinwohnervölker im Dschungel, die es überhaupt gibt, dank Nehberg. Sie waren sehr, sehr, sehr bedroht durch Goldsucher, die da also quasi auf deren Territorium mit allen erdenklichen Methoden versucht haben, unbedingt Gold zu finden. Und es war so circa eine 20.000 Yanomami oder 2.000 Yanomami gegen 200.000 Goldsucher Kampf ums Überleben letztendlich. Und mit verschiedenen Aktionen Nebergs hat er halt unter anderem Atlantiküberquerung mit einem Tretboot, mit einem Baumstamm und solcher Späße hat er und eben mit sich im Dschungel aussetzen lassen, monatelang als verschollen gelten und dann wieder auf tauchen eben bei den Yanomami, um mit denen gemütlich eine Bananensuppe zu essen. Mit solchen Aktionen hat er auch unglaublich viel Aufmerksamkeit eben auf die Yanomami gelenkt, damit auch politischen Druck erzeugt, weil jetzt jeder sieht, da ist was im Argen, da stimmt was nicht und das mitten im Dschungel, wo es sonst kein Mensch mitbekommen hätte. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig auch für mich und meinen Tätigkeitsbereich, weil es nach wie vor so ist, dass wenn irgendwas im tiefsten Regenwald passiert, es bei uns in Deutschland kein Schwein interessiert. Wenn in Brasilien der Wald brennt, dann kratzt das keine Sau. Und das ist also wirklich was, das heute noch so ist. Aber sobald du dann da wirklich mal hinschaust und dir das wirklich mal anguckst, dann merkst du mal, wie scheiße da eigentlich alles läuft. Und dann kannst du natürlich sagen, ja gut, geht mich nichts an. Oder ich versuche daran, was zu ändern. Und Nehberg war der Typ Letzteres, der halt dann wirklich alles getan hat und seine komplette Energie, seine beträchtliche Energie, da reingesteckt hat, um mit allen möglichen Aktionen eben auf die Situation dieser Yanomami-Indianer hinzuweisen. Er ist also ohne sämtliche Ausrüstung, fast komplett ohne alles im Dschungel verschwunden, um die auch erstmal zu suchen. Er war ja erstmal auf der Suche nach den Yanomami und hat sie gar nicht gefunden. Dabei aber sehr viel über das Überleben im Dschungel gelernt. Und dann das nächste Mal kam er wieder und hat sie letztendlich gefunden. Und um den Kontakt zu ihnen aufzubauen, es gab nämlich gewisse Sprachbarrieren logischerweise, kam er da an. An Ausrüstung hatte er bloß noch eine rote Badehose und eine Mundharmonika und hat dann nach dem Prinzip, der Feind kommt leis, der Freund kommt laut, Mundharmonika spielend, vor ihrem Dorf gewartet, bis sie ihn quasi in den Stamm integriert haben und als geirrten Gast dort willkommen geheißen, weil der Typ hat so einen Dachschaden, haben die sich wohl gedacht, der kann eigentlich nicht gefährlich sein, holen wir den lieber mal ans Feuer, bevor er sich noch wehtut. Und solche Prinzipien und grundsätzlich auch vieles zum Umgang mit Menschen, was so universell gültig ist, was im Krieg in Jordanien, in der Wüste Danakil funktioniert, um Freundschaften zu knüpfen, das funktioniert verdammt nochmal auch bei uns ohne Krieg und auch nicht in Jordanien, sondern in Deutschland, wo man sogar noch die gleiche Sprache spricht. Und es sind so viele universelle Weisheiten, die man aus Nebergs Abenteuern mitnehmen kann. Und so viel, was man auch über Toleranz lernen kann, vor allen Dingen. Toleranz gegenüber alles und jedem, gegenüber anderen Religionen, wobei Neberg selbst gar nicht religiös gewesen ist. Er ist in die Kirche eingetreten, um heiraten zu können, dann ist er wieder ausgetreten. Weil es der Schwiegermutter wichtig war, dass sie entsprechend kirchlich heiraten. Also musste er in die Kirche eintreten, aus der er vorher ausgetreten ist, um zu heiraten und dann wieder auszutreten. Und das sind auch so Anekdoten, die man eben unter anderem in Rüdiger Nehberg, die Autobiografie, glaube ich, heißt das Buch, nachlesen kann. Das sind so Sachen, das ist erstmal gesellschaftlich nicht besonders beliebt, Vorsicht.
vorsichtig ausgedrückt. Oder von irgendwelchen Bordellbesuchen wird da tatsächlich berichtet. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was man in seine Memoiren reinschreibt. Aber er hat es gemacht, er steht dazu. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Einfach diese Ehrlichkeit, diese Authentizität, mit der er auch darauf hinweist, in welcher Hinsicht er nicht unbedingt der allerbeste Mensch gewesen ist. Und gerade das führt dazu, dass er eben doch einer der besten Menschen, von denen ich bisher so gehört habe, eben doch genau das gewesen ist. Gerade weil man sich den eigenen Fehlern bewusst ist, weil man da keinen Hehl draus macht, weil wir sie alle haben, weil das immer schön deutlich geworden ist, weil er sich selbst nicht so ernst genommen hat, mit seinem furchtbar großartigen schwarzen Humor und den Merksätzen, mit denen man super durchs Leben kommt und den vielen Anekdötchen und Geschichtchen, die man auf jeder Party erzählen kann und sofort sämtliche Aufmerksamkeit auf sich hat. Legendär sind für mich auch seine Auftritte später, als es dann eben auch die Möglichkeit gab, so kleine Fernsehauftritte in irgendwelchen Late-Night-Talkshows und so weiter und so fort auf YouTube zu finden. Legendärer abfängt Wildschweine mit dem Nähberg. Ohnehin, der Nähberg ist der Einzige, den ich kenne, der ein Wildschwein mit da anfangen kann. Ich erzähle ja unter anderem, viele andere erzählen ja. Und generell in der Outdoor-Branche kommt so ein bisschen die Meinung auf, dass das Wildschwein die schlimmste Bestie des Waldes wäre. Und man muss sich ja vor ihr in Acht nehmen. Ganz so schlimm ist es ja auch nicht. Und wer mein entsprechendes Video wirklich verstanden hat, der kapiert auch, dass auch ich das nicht sage. Ja, aber man muss die schon mit Respekt behandeln, man muss sie ernst nehmen. Und mit Ausnahme von einem, Rüdiger Nähberg, der fängt Wildschweine mit der Hand. Und das ist fast schon wie so ein Chuck Norris-Fact. In Anbetracht dessen, was wir heutzutage für eine Panik vor der Wildsau schieben. Nähberg versteckt sich im Schlammloch, wartet, bis die Wildschweine rankommen, atmet durch ein Schilfröhrchen oder ein Holunderästlein und wartet, bis die rankommen. Dann bricht er aus dem Schlammloch hervor, schnappt sich einen Frischling und könnte ihn jetzt, wenn er dann ein Messer hätte, hat er zu diesem Zeitpunkt nicht, theoretisch auch abmurksen und hätte dann ein Wildschwein gefangen mit der Hand. Und das ist Wahnsinn und diese Methode funktioniert ja sogar dann mit Stefan Raab im entsprechenden Versteck. Da hatten sie sich dann ein Erdloch gegraben und irgendwelche Äste drüber gelegt und so weiter und so fort. Und ohnehin, ich mag Stefan Raab nicht besonders, der Mann ist mir nicht sympathisch. Ich habe einen gewissen Respekt vor seinen ganzen Leistungen und in Anbetracht dessen, was da jetzt auf dem entsprechenden Fernsehsender zu sehen ist, seit sie den Raab nicht mehr haben, vermisse ich ihn nahezu, aber nicht, dass ich überhaupt Fernsehen gucke, aber theoretisch, ne, wenn ich irgendwas von dem Zeug sehen würde. Aber der Raab ist immerhin immer mal wieder beim Nähberg, beziehungsweise der Nähberg durfte immer mal wieder beim Raab auftauchen, auch dann später noch im hohen Alter, wo er eigentlich nicht mehr viel machen konnte, außer ein paar wertvolle Botschaften ans Volk auszuteilen und ein bisschen Feuer zu spucken. Beziehungsweise er wollte, glaube ich, das halbe Studio anzünden, das durfte er aber nicht. Und ja, also das rechne ich dem Raab wirklich hoch an. Es gibt auch Raab in Gefahr in der Schlammhölle oder sowas, wo er in Nähbergs Garten, Nähbergs Trainingsparcours absolvieren muss. Und ja, gerade auch solche Sachen, das bleibt einem im Gedächtnis. Und das wird einen immer irgendwie so ein bisschen begleiten. Und als Survivalist hat der Nähberg auch Dinge vollbracht, die meines Wissens nie wieder wiederholt wurden. Wenn man sich moderne Survivalisten mal anschaut, die den ganzen Kram theoretisch wiedergeben, siehe mich, aber ich behaupte ja auch nicht, dass ich irgendwie Survival-Experte bin, das ist nochmal ganz wichtig, bin ich nicht mal im Ansatz. Trotzdem, ein bisschen Survival-Training kann man ja machen und so ein paar grundsätzliche einfache Sächelchen kann man ja auch weitergeben, aber das hat nichts mit dem zu tun, was ein Nähberg gekonnt hat. Beim Nähberg kam der Sensenmann gefühlte 50 Mal in seinem Leben vorbei und hat gemeint, jetzt hole ich dich. Und der Nähberg hat gesagt, nö, weil ich habe hier noch folgenden Trick im Trickkästchen. Und der Sensenmann ist weinend wieder davongegangen und hat ihn immer noch nicht gekriegt. Und wahrscheinlich haben sie sich jetzt irgendwann auf ein Unentschieden geeinigt, jetzt am 1. April. Vielleicht haben sie auch eine Runde Schach gespielt und sich gedacht, okay, Schach, ja, das ist so eine Pattsituation. Na gut, hab keinen Bock mehr auf Corona-Isolation, nehme ich mal mit. Ne? Und ja, also irgendwie so muss das gewesen sein, weil wenn der Nähberg nicht gewollt hätte, der Sensenmann hätte ihn niemals mitnehmen können. Und ich bin da ganz, ganz fest überzeugt, dass die beiden, die sich ja schon lange kennen, offensichtlich, da in irgendeiner Form so ein Agreement getroffen haben. Das kann nur so gewesen sein, weil tot zu kriegen, regulär, mit normalen Methoden,
Wenn es da irgendjemand gibt, bei dem das nicht möglich gewesen ist, dann der Neheberg. Also kann es wirklich nur irgendeine einvernehmliche Lösung gewesen sein. Ja, die Leistungen, die er survival-technisch erbracht hat. Was mich persönlich am meisten beeindruckt hat, ist der sogenannte Deutschlandmarsch. Da ist er, glaube ich, 82, 83, irgendwie sowas, durch Deutschland marschiert, von Hamburg nach Oberstdorf, also jedenfalls sehr, sehr südlich in Bayern, und hatte dabei an Ausrüstung einen Overall, eine Mütze, weil wenn man keine Haare hat, ich kenne das Problem, dann kühlt man am Kopf relativ schnell aus und muss deshalb bei vielen Gelegenheiten eine Mütze tragen, insbesondere wenn es ein wenig kalt ist. Unter dem Overall hatte er ein T-Shirt, eine Unterhose und dann hatte er noch als einen Zivilisationsausrüstungsgegenstand, den er sich noch gegönnt hat, eine Spezialplane. Also aus heutiger Sicht ist das so eine bisschen dickere Rettungsdecke gewesen. Und einen Grabestock. Einen selbstgemachten. Also was nimmt ein Neheberg mit an Survival-Item? Eine blöde Folie und einen Stock. Ne, was würde unser eins mitnehmen? Also unter 5 Gegenstände würde sich sowieso kein Mensch die Sache trauen. Bestenfalls dann noch irgendwie mit einem Messer oder so. Ein Messer ist aber schon wieder so spezialisiertes, ein solches Hightech-Video. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sagt, ich überlebe wochenlang. Ohne Gesetze zu brechen, das kommt noch erschwerend dazu, dazu kommen wir gleich, ohne ein Messer. Ja? Nur mit einer verdammten Plane, die ohnehin die meiste Zeit ungenutzt neben ihm gelegen ist, weil er sie nicht gebraucht hat. Zum Übernachten hat er sich Laubhütten gebaut, Äste, also das sogenannte Lean-To, nee Quatsch, das Debris Hut Shelter, wie es aus dem Englischen heißt. Giebelhütte würde man es vielleicht im Deutschen nennen. Keine Ahnung, ob das damals überhaupt schon einen Namen hatte. Neheberg hat es jedenfalls gebaut und hat da drin einigermaßen warm geschlafen. Er war also durchaus unterwegs zu einer Zeit, als es auch recht kühl geworden ist, des Nachts. Und hat nur von dem gelebt auf diesem 1000 Kilometer Marsch, was er halt so am Straßenrand gefunden hat. Igel, Eichhörnchen, totgefahrenes Karnickel. Das war so das größte der Gefühle, was er an Mahlzeit gehabt hat während der Tour. Weil er sich halt auch eben vorgenommen hatte, folgende Bedingungen bei diesem Marsch. Keine Hilfe annehmen, nicht betteln, nichts bezahlen, nichts kaufen, kein Geld. Generell auch natürlich kein Geld ausnehmen und vor allen Dingen auch nicht per Anhalter irgendwo mitfahren. Das hat es alles wieder gegeben. Ja, ohne Geld durch Deutschland, das hat es immer mal wieder gegeben. Das gab es sogar mal als Kinderferienprogramm. Ein Stück von da nach da kommen ohne Geld oder irgendwie sonst wie. Gab es bei mir im Dorf wirklich mal als Kinderferienprogramm. Das ist, solange man andere Leute anquatscht und deren Hilfe in Anspruch nimmt, ist das eine ganz, ganz andere Situation als die Nummer, die der Neheberg da durchgezogen hat, nur auf sich allein gestellt. Zugegebenerweise hat ihn bei der Aktion auch ein Kamerateam begleitet, die haben ihm aber wirklich nicht geholfen. Und dass das Ganze nicht gefaked ist, kann man daran sehen, wie sehr der Mann abgemagert ist auf dem Marsch. Weil mit dem bisschen, was er legal an Nahrung, damals war es noch legal übrigens, ein plattgefahrenes Tier von der Straße abzukratzen, das wäre heutzutage auch schon nicht mehr unproblematisch, aber oder ein totes Eichhörnchen. Und legendär ist beispielsweise die Szene mit der Schlange. Neheberg findet eine Schlange, die gerade einen Frosch gefuttert hat. So, Schlange steht unter Naturschutz, Frosch nicht. Was macht er? Wrupp, wrupp, wrupp. Schlange lässt Frosch wieder fallen, kommt vorne wieder raus. Neheberg hat einen Frosch und schneidet sich erstmal frische Froschschenkelchen runter. Bäh. Aber das ist halt dann wirklich Survival. Ja? Und das ist Survival auf einem Niveau, wo wirklich andere Leute meilenweit, insbesondere ich, meilenweit von entfernt sind. Und diese mentale Ekelüberwindung. Neheberg wusste genau, was kann ich essen, beziehungsweise was ist anerzogener Ekel, was ist nur deswegen da und ekelt mich nur deswegen, weil ich einfach durch meine Erziehung, durch mein Umfeld gelernt habe, dass man das nicht isst. Und was ist gesunder Ekel? Weil das ist wirklich verdorben, das macht dich krank und so weiter und so fort. In der ganzen Zeit, die er da durch Deutschland marschiert ist, hat er zu einer Zeit, als die Flüsse wirklich noch miserable Wasserqualität hatten, trotzdem aus allen möglichen Pfützen, Flüssen, kleinen Bächen und sonst was getrunken. Er hatte nicht mal eine Flasche oder irgendwas, um Wasser zu transportieren. Er hat trotzdem irgendwie geschafft, seinen Wasserhaushalt aufrechtzuerhalten und man hat einfach nur hoffen müssen, dass halt möglichst wenig Chemikalien im Wasser drin sind und das Ganze einfach irgendwie überlebt wird. Aber er hat es trotzdem gemacht. Wenn ich mir anschaue, was wir heutzutage für eine Panik haben, wenn wir im Wald aus einem
einen Bach saufen sollen. Da könnte ja sonst was drin sein. Und dass der Nehberg diese Aktion, also das wäre heute völlig unvorstellbar. Ja, kein Mensch würde sich das zumindest mal ohne einen Wasserfilter trauen. Auch ich nicht, ganz ehrlich. Ich bin ja gar nicht so paranoia-mäßig unterwegs, was Oberflächenwasser in der Natur trinken angeht, wie das andere Leute teilweise sind. Da gibt es ja wirklich, das ist ja auch nicht schlimm. Ja? Das darf ja jeder so paranoia sein, wie er möchte. Ich habe bekloppte Höhenangst, das ist auch völlig Banane. Ich mache da bestimmt niemandem in irgendeiner Form irgendwelche Vorwürfe. Ich bin da in der Hinsicht selber doof. Ja? Jeder darf die Paranoia schieben, die er gerne schieben möchte. Man muss sich nur darüber im Klaren sein. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, dass es im Grunde völlig unbegründet ist, die Paranoia, die man da jeweils schiebt. Und ich weiß nicht, ob der Nehberg, wenn der Nehberg Paranoia hatte, er hatte zum Beispiel Angst vor Wasser, dann hat er sich eben genau mit diesem Thema beschäftigt und musste exakt genau das tun, wovor er Angst hatte und ist dann halt eben mit dem Tretboot über den Atlantik, obwohl er Angst vor Wasser hatte und hatte dazwischendurch wohl auf den einen oder anderen nicht so einfachen Moment und war auch wirklich, wirklich einsam. Das dauert nämlich eine Weile, bis man mit dem Tretboot über den Atlantik ist, wobei natürlich da irgendwelche Meeresströmungen einem schon noch helfen, je nachdem an welcher Stelle, wo man rüberfährt und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, Wahnsinnsleistung und eben dieser Marsch durch Deutschland, das kann ich mir ums Verrecken nicht vorstellen, wie das geht. Auch den Willen zu haben, dabei wirklich nur minimalste Nahrung zu sich zu nehmen. Und er hat Äpfel am Apfelbaum, wenn an der Straße neben der Straße der Apfelbaum stand, da hat er die Äpfel nicht mitgenommen, weil die gehören ja jemandem. Das wäre dann ja wieder illegal gewesen. Also ohne Gesetzesübertretung, also so fast ohne Gesetzesübertretung und zu betteln, das durchzuziehen, ich halte das auch mit der Tatsache, dass die Gesetze noch mal schärfer geworden sind inzwischen, wie damals in eben den 80ern, halte ich das für heute fast für unmöglich, das durchzuziehen, wenn man da nicht einen eisernen Willen hat und auf gut Deutsch einfach ein so sturer Bock ist, dass man vor der Wand steht, bis er umfällt, wenn man durch möchte. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Und wahnsinnig beeindruckend. Und das Ganze nur als Test und einfach mal zu schauen, wie weit man kommt und wie seine Füße ausgesehen haben bei diesem Deutschlandmarsch. Außerdem hat er das Ganze in irgendwelchen leichten Sportschuhen in der 80er Jahre eben absolviert. Und erst in Oberstdorf haben sie ihm dann irgendwelche Bergstiefel geschenkt, womit er dann gleich nochmal einen kleinen Spaziergang in den Bergen gemacht hat. Nachdem sie ihm ein Glas Milch und eben diese Stiefel angedreht haben. Halbes Hähnchen wäre mir ja lieber gewesen als ein Glas Mehl. Ja, aber gut. Also wahnsinnig irre, diese Nummer. Diese Deutschlandmarsch, unglaublich. Unglaublich. Und das ist noch längst nicht das Härteste, was er durchgezogen hat, eben im Lauf seiner Karriere mit den ganzen Dschungelangelegenheiten. Wobei er hinterher gesagt hat, im Dschungel überleben ist total viel einfacher als diese Deutschlandaktion. Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, Nehberg war so ein bisschen spezialisiert auf eher warme Klimate. Ja, Wüste, Dschungel, alles so im Bereich der Tropen, Subtropen. Das nördlichste, beziehungsweise das mit dem kältesten Klima, wo er eine Aktion durchgezogen hat, war tatsächlich Deutschland. Nördlicher als Deutschland war er nie unterwegs. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Da sich ja jeder das aussuchen, was er gerne haben möchte. Ich persönlich bin ja eher der Nordtyp. Und da ist die Pyrenäen ist bisher das südlichste, wo ich mal eine Outdoor-Aktivität durchgezogen habe. Nicht, dass ich nicht auch mal gerne die Tropen besichtigen möchte, aber Bock auf Wüstedurchquerung habe ich überhaupt keine. Bock auf so Dschungel-Survival habe ich auch wirklich überhaupt nicht. Allein mit den ganzen Parasiten und den ganzen lustigen Fliegeneiern, die man dann unter der Haut hat und solche Späße. Da kann Nehberg jede Menge schöne Geschichten zu erzählen. Furchtbar. Aber auch faszinierend. Konnte Nehberg schöne Geschichten zu erzählen. Aber da er uns ja dankenswerterweise massiv Bücher hinterlassen hat, kann er sie auch quasi immer noch erzählen. Und unglaublich beeindruckend. Und wenn das nicht so wäre, ja, wenn er nicht mit seinen wahnsinnigen Abenteuern und seinen beeindruckenden Geschichten und auch seinen überlebten Überfällen und die Tatsache, dass sein Freund Michael Teichmann bei der Befahrung des Blauen Nils auch erschossen worden ist, was er auch leider, beziehungsweise vielleicht ist es auch gut, sehr, sehr, sehr deutlich geschildert hat. Sehr, sehr deutlich. Der wurde nämlich, um das auch mal deutlich zu schildern, nach Nebergs Bericht, ging er hin zu den Räubern, die sie da überfallen haben, Räuber und Mörder natürlich, ging hin, um mit denen zu sprechen. Die wollten aber irgendwie nicht sprechen und haben auf freundlich Hallo gar nicht reagiert. Hat sich dann umgedreht, ist zurück zum Lager gelaufen, dieser Michael. Und in dem Moment haben die schon geschossen und ihn halt in den Hinterkopf getroffen und haben Dumm-Dumm-Munition verwendet.
Und das ist wirklich grausig, wie der Neberg das schildert. Und der hatte danach auch wirklich viele, viele, viele Albträume und sehr lange Albträume. Und ein Jahr später war er trotzdem wieder da und hat die nächste Expedition durchgeführt. Einfach vielleicht auch so nach dem Motto, wenn man einen Autounfall hat. Das Beste, was man machen kann, ist gleich weiterfahren, bevor man anfängt, Ängste aufzubauen vor der entsprechenden Sache. Und vielleicht war es auch deswegen, dass er bereits sofort wieder unterwegs war. Und für den Tod von seinem Kameraden, da mit diesem Überfall, da hat er auch jede Menge Kritik geerntet. Und er hat aber auch seine Touren danach entsprechend angepasst und wurde noch vorsichtiger und war noch mehr auf das Unerwartete vorbereitet und hat noch mehr Survival-Techniken eben sich angeeignet, um den Tod auch in noch mehr Situationen entsprechend ein Schnippchen schlagen zu können. Und das war wohl wirklich, wirklich schlimm da mit dem Überfall und eben dem toten Michael Teichmann. War damals wohl groß in der Presse. Ich habe es nicht mitbekommen, ich bin zu jung. Aber muss wohl wirklich extrem dramatisch gewesen sein. Und das hat ihn sicherlich auch geprägt. Und vielleicht war das auch mit Teil dessen, dass er dann irgendwann eben diese sinnlosen, in Anführungszeichen, Abenteuer um des Abenteuerwillens aufgegeben hat, um eben mehr für die Menschenrechte zu tun. So. Und sein letztes Projekt, um jetzt auch irgendwann mal zu einem Ende zu kommen, war eben die Gründung des Vereins Target. Den findet man auch jetzt im Internet und die können auch jetzt noch Spendengelder brauchen. Oder Nebergbücher kaufen, dann geht auch immer ein Teil des Erlöses direkt an Target. Ist also auch eine Möglichkeit, wie beide was davon haben, in Anführungszeichen. Also so viele Nebergbücher kaufen wie möglich wäre durchaus eine Option. Denn damit unterstützt man eben diesen Verein. Sie betreiben unter anderem ein ganzes Klinikdorf in Afrika. Und setzen sich vor allen Dingen zusammen eben mit Neberg selber und seiner Frau gegen die weibliche Genitalverstümmelung eben in den islamisch geprägten arabischen Ländern ein. Das betrifft nicht nur Muslime, sondern auch Christinnen zum Teil. Einfach jedes junge Mädchen wird da aus irgendwelchen Gründen Religion, ne, weil ist so, weil Tradition, weil wird als schön angesehen oder sonstigen Wahnsinn schlicht und ergreifend im Namen von irgendwelchen Gottheiten, die das gar nicht so befohlen haben. Das war zumindest Nebergs Interpretation, denn im Koran steht ja wohl drin, dass irgendwie Allah den Menschen perfekt geschaffen hat. Und wenn er den Menschen doch perfekt geschaffen hat, dann kann es ja wohl nicht sein, dass man bei jungen Mädchen erst die Vagina zurechtschneiden muss, bis die so aussehen, wie sie aussehen sollen. Weil die sind ja offensichtlich von Allah schon perfekt geschaffen worden. Und dieses Argument hat gezogen. Neberg hat es tatsächlich geschafft, damit in Ägypten beim Großmufti, also so einem hohen geistlichen Führer des Islam, zumindest für die entsprechende Region, eine Audienz zu kriegen. Und der Großmufti war auch damit einverstanden, dass das ganz klar ist, dass das so nicht im Koran steht und dass das so aus Sicht des Islam völliger Blödsinn ist und nichts mit dem Koran zu tun hat, dass man eben diese Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen durchführt, und hat da wahnsinnig viel erreicht. Und eben mit diesem Vorwort des Großmufti in einer entsprechenden Büchlein, das als Predigtvorlage für Imane gedient hat, ist der Neberg mit der Caravan of Hope, hat er es genannt, also der Karawane der Hoffnung, dann auch durch die afrikanisch-arabische Welt gezogen und hat da eben diese Botschaft verbreitet, was sicherlich auch viel, 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 viel geholfen hat. Ganz abgeschafft ist der Brauch noch nicht. Sein Ziel, was er leider nicht mehr so erreichen konnte, man hat halt nun mal begrenzt Lebenszeit und man kann dem Neberg jetzt nun bei weitem nicht mal im Ansatz vorwerfen, diese nicht vernünftig genutzt zu haben. Aber sein Ziel war jetzt noch an Mekka, möglichst an der Kaaba selber, ich hoffe, das Ding spricht man so aus, diese Nachricht eben zu verbreiten, wenn da sämtliche Pilger zusammenkommen, mal eben darauf hinzuweisen, dass das so gar nicht im Koran drin steht, dass man die jungen Mädels da eben entsprechend hier wie die Weihnachtsgans untenrum zuschnüren muss. Und damit das Ganze auch schon drastisch genug ist, und da möchte ich eine Tradition fortsetzen, die Neberg selber auch immer gemacht hat. Er hat bei jeder Gelegenheit, wo er von diesem Thema gesprochen hat, keinen Hehl daraus gemacht, worum es sich bei der weiblichen Genitalverstümmelung überhaupt handelt. Und deshalb möchte ich mich da auch anschließen. Da werden mit irgendeinem rostigen Messer, Desinfektion kennt man nicht, oder mit einer Glasscherbe oder mit einer Rasierklinge, bei circa 8-jährigen Mädchen große Teile der äußeren Schamlippen, die inneren Schamlippen komplett entfernt, die äußeren Schamlippen ausgekratzt,
also auch jede Menge Material weggeschnitten, weggekratzt, die Scheide ausgeschabt, ausgekratzt, auch da Material weggeschnitten und die Klitoris komplett entfernt, die muss komplett weg, mit dem Erfolg, dass da am Ende nicht mehr viel übrig bleibt und danach wird das Ganze entweder zugenäht, komplett bis auf ein winziges Loch, woraus noch gepinkelt werden kann, uriniert werden kann. Und wenn eben kein Nähmaterial zur Verfügung steht, dann wird das auch gerne mal mit Dornen zugetackert, das Ganze. So, und das ohne Betäubung und bei 9-jährigen, 8-jährigen Mädchen. Danach werden denen noch die Beine zusammengebunden, damit zumindest eine geringfügige Überlebenschance besteht nach diesem Eingriff. Die werden also verschnürt wie ein, ja, wie quasi Entführungsopfer bei ganz schlimmen Attentaten, dann in die Ecke von der Hütte geschmissen und liegen da im eigenen Eiter, im eigenen Blut, im eigenen Urin, vegetieren vor sich hin und leiden und leiden und leiden, werden dabei selbstverständlich psychisch schwer gestört, selbstverständlich. Wer würde sowas ohne bleibende Schäden überstehen? Ja, das ist natürlich völlig unmöglich, zumal die eigenen Mütter sie meistens auch noch dazu treiben, das zu tun. Teilweise ist die Mütter selber noch durchführend, die natürlich selber auch entsprechend behandelt worden sind. Oder die Großmütter oder irgendwelche alten, weisen, in Anführungszeichen, völlig bescheuerten Frauen im entsprechenden Dorf führen das durch. Und es ist schwierig und es wäre zu kurz gedacht, jetzt die Durchführenden dafür verantwortlich zu machen. Das Problem ist, dass das einfach für die Leute in der Region scheinbar ein Brauch ist, der in irgendeiner Form religiös verwurzelt ist und die tatsächlich denken, dass das notwendig sei und dass das schön ist und dass das einfach was ist, was ein junges Mädchen zur Frau macht oder sonstige wahnsinnsbekloppten Ideen, weshalb das notwendig sei. So, aber das Mädel, wenn sie überlebt, dann ist sie natürlich da unten rum mit Schmerzen ihr Leben lang gesegnet. Dann kann sie immer nur durch dieses winzige Loch, was nicht zugenäht ist, urinieren, hat dabei immer Schmerzen ihr Leben lang, kann selbstverständlich niemals auch nur ansatzweise Spaß beim Sex empfinden, keine Chance. Und wenn sie dann früh verheiratet wird, sehr, sehr früh, sehr, sehr jung, mit irgendeinem Mann, der noch nie eine nackte Frau gesehen hat, der keine Ahnung hat, wie er jetzt damit umgehen muss und dem dann andere Männer den großartigen Tipp für die Hochzeitsnacht mit auf den Weg geben, doch mit seinem Dolch das da unten aufzuschneiden, was vernäht ist, um dann da eben entsprechend tätig zu werden, dann kann man eigentlich nur noch angewidert sein und sich fragen, wie sich dieser Brauch tatsächlich über die Jahrhunderte oder wie lange auch immer es den schon geben mag, da wirklich gehalten hat. Und da kann ich Nebergs Reaktion eben auch wahnsinnig gut verstehen, dass als er das live erlebt hat, eben in Jordanien in Gefangenschaft und Kontakt hatte zu so einer jungen Frau, der das eben angetan wurde, diese Folter, dieses Verbrechen letztendlich, da kann ich wirklich, wirklich, wirklich nachvollziehen, dass er sich das dann auch zur Lebensaufgabe, was ihn dann bis jetzt auch zu seinem Lebensende beschäftigt hat, gemacht hat. Und natürlich ist das eine unglaublich wichtige Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen und in der Hinsicht dagegen was zu tun. Er hat da in dieser Hinsicht ja wirklich sehr, sehr, sehr viel erreicht. Es reicht natürlich noch nicht. Und ich schließe mich da auch dem, was er in manchen Büchern so sagt, ohne jetzt per se gläubige Menschen zu diffamieren zu wollen, an, dass im Rahmen der Namen der Religion, im Namen von irgendwelchen politischen Ideologien, im Rahmen von irgendwelchen sonstigen Wahnvorstellungen so viel Elend und so viel Leid bereits getan und getan wurde und noch getan wird und das nicht aufzuhören scheint, dass einfach jeder, der einigermaßen über gesunden Menschenverstand verfügt und einigermaßen Moral und Anstand sein eigen nennt. Und ein bisschen reicht schon, es muss gar nicht allzu viel sein. Man darf auch trotzdem weiter schlechten Humor haben, schwarzen Humor haben oder auch mal tatsächlich im Bordell gewesen sein und fiese Witze machen und auch die Katze, die dann eventuell das kleine Mädchen gesucht hat, gegessen haben, weil sie überfahren am Straßenrand lag. Auch so jemand muss und gerade vielleicht auch so jemand und gerade jemand, dem man zuhört und jemand, der die Möglichkeit hat, auf so ein Thema überhaupt Aufmerksamkeit zu schaffen und für so ein Thema Leute aufstehen zu lassen und Leute zu inspirieren. Das konnte
aus meiner Sicht wirklich wenig, wenig Menschen so gut wie der Nähberg für mich persönlich. Und dann muss man das auch tun. Dann ist das auch wichtig, dass man in dieses Thema eben nicht weiter totschweigt und einfach so tut, als würden die Frauen nur Jomo jammern, weil die Männer werden ja auch beschnitten. Ein ganz kleines bisschen. Und das ist einfach eine derartige Unsitte, ein Verbrechen, eine Foltermethode für junge Frauen, die man einfach so nicht hinnehmen kann. Aber es ist halt falsch, jetzt den Islam per se dafür verantwortlich zu machen, weil, wie eben wir durch Nähberg erfahren haben, und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Lektion, denn der Islam ist dialogfähig. Man hat ihn ja für doof erklärt, dass der Islam nicht dialogfähig sei. Aber kaum war er beim Obermufti in Ägypten, war der sehr wohl dialogfähig. Und weitere Imame und so waren auch ihr dialogfähig. Und der Nähberg hat es also wirklich geschafft, da ganz viel voranzutreiben. Er ist nicht bis zum Ende gekommen, nicht bis zu dem, was er sich gewünscht hat. Und ja, es gibt diese Tradition immer noch, aber trotzdem ist es eine unglaubliche Leistung und insgesamt das Leben des Rüdiger Nähbergs ist einfach nur inspirierend und etwas, wovor man einfach nur den Hut ziehen kann und Respekt und Anerkennung dafür übrig haben kann und der Nähberg wird fehlen. Und ich vermute schwer, dass er jetzt in irgendeiner Form auf irgendeiner Wolke oder wo auch immer hockt und ich kann mir gut vorstellen, dass er da ein Feuerchen brennen hat. Und dieses Feuerchen brennt nicht mit Holz und er hat es nicht angezündet mit Feuerbohren, mit Handdrill, auch nicht mit Kaliumpermanganat, nicht mit einer Glasscherbe und Sonnenlicht, sondern das Feuer brennt rauchlos, hell, bis in alle Ewigkeit aus Respekt.